FIRST ist für mich ein Impulsgeber für gemeinsame Forschung, auch ein Impulsgeber für die Vermittlung der Forschung im Sinne von Science to Public. Also das für mich Spannendste an FIRST und an der Forschung in FIRST ist ja, dass man mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Zugängen, mit verschiedensten Fachgebieten zusammenarbeiten kann und dadurch jetzt auf ganz neue Fragestellungen, ganz neue Zugänge in wirklich übergreifenden Themenstellungen kommt und dadurch auch, finde ich, wirklich auch persönlich davon sehr profitiert bei seinen eigenen Forschungen, weil man einfach viele Zugänge kennenlernt. Und das ist, finde ich, wirklich der große Vorteil, das Tolle an FIRST und an der Arbeit in FIRST. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung wurde 1993 in Graz gegründet, ausgehend von den Forschungen von Professor Stefan Kahner zu österreichischen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Das war der erste große Forschungsschwerpunkt des Instituts. In den Jahrzehnten des Bestehens des Instituts haben sich jetzt vier große Programmlinien herausentwickelt. Das sind die Folgen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Das ist das große Thema des Kalten Krieges, vor allem auch aufgrund der guten Kontakte zu ehemals sowjetischen Archiven und Institutionen. Das ist das Thema Kinder des Krieges, Children Born of War, und das Thema Migration. Und an der Außerstelle Raabs führen wir eine Reihe an Projekten zu diesen Schwerpunkten durch, aktuell Forschungen etwa zur Spionage im Kalten Krieg oder auch das Projekt zu Lebensborn, das heißt ein Thema, das mit dem Nationalsozialismus in Österreich direkt zusammenhängt. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung hat eine Außenstelle in Raabs in Niederösterreich. Das hat sich so ergeben, dass wir eine Landesausstellung gestaltet haben, geteilt, getrennt, vereint, Österreich, Tschechien. Ausgehend von dieser Landesausstellung gibt es jetzt in Raabs Räumlichkeiten des Boltzmann-Instituts. Und das Land Niederösterreich stellt einen ganz wichtigen Förderer dar, der die erfolgreiche Durchführung von Forschungsprojekten ermöglicht und unterstützt. Um die Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen in Niederösterreich, um die Forschung auch in Niederösterreich voranzutreiben, wurde der Verbund FIRST gegründet, wo das Ludwig-Boltzmann-Institut seit einigen Jahren auch ein Teil davon ist. Wir führen gemeinsam Recherchen durch, Projektanträge und bereiten auch Projektanträge vor zu Themen, die mit der Zeitgeschichte zusammenhängen und die eigentlich auch immer einen direkten Bezug zum Land Niederösterreich haben. Die Themen der Außenstelle hier in Raabs waren, wie gesagt, immer sehr stark konzentriert auf den Raum Niederösterreich, auf den Raum Niederösterreich-Waldviertel als Grenzregion und, wie schon genannt, natürlich vor allem auf die Grenze selbst, die ja im Kalten Krieg von den 1940er Jahren bis 1989 herauf eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, der sogenannte Eiserne Vorhang. Dieser sogenannte Eiserne Vorhang, der damals wirklich eine Grenzlinie zwischen Ost- und Westeuropa gezogen hat und auch zu einer der Brennpunkte im Kalten Krieg geworden ist, war das erste und auch eines der wichtigsten Themen, mit dem wir uns hier in der Außenstelle beschäftigt haben. Da ging es einerseits um die Grenze selbst, wie war diese Grenze gesichert, wie wurde diese Grenze von österreichischer, aber auch von tschechischer Seite wahrgenommen, wie sind die Leute mit dieser Grenze umgegangen, was hat sich an der Grenze selbst abgespielt, das heißt die Erforschung von Grenzvorfällen, von Versuchen, den Eisernen Vorhang zu überqueren, von Versuchen, die leider auch schiefgegangen sind, die leider auch dann zum Beispiel zu Todesfällen geführt haben. Oder auch, welche Rolle zum Beispiel die österreichischen Grenzschutzorgane oder auch die tschechoslowakischen Grenzschutzorgane gespielt haben. Das heißt, ausgehend vom Eisernen Vorhang ist insgesamt diese Trennlinie des Kalten Krieges, diese Konfrontation zwischen Ost und West, ein ganz wichtiges Thema
hier in der Außenstelle geworden. Das haben wir in verschiedenen Projekten uns ein bisschen genauer angesehen. Zum Nennen wäre zum Beispiel einerseits das Projekt die Europabrücke Raabs, die sich eben mit österreichisch-tschechisch einer grenzüberschreitenden Kooperation mit Aspekten dieses Themas beschäftigt, zum Beispiel auch die junge Uni Waldviertel hier durchführt einmal im Jahr. Und ein Thema, das aus dieser Arbeit auch entstanden ist, das ist das Thema der Aktivitäten der tschechoslowakischen Nachrichtendienste in Österreich. Ein Thema, das wir in den letzten Jahren ein bisschen stärker entwickelt haben und das sich vor allem eben mit den Tätigkeiten der tschechoslowakischen Nachrichtendienste in Österreich, nicht nur an der Grenze, sondern auch in ganz Österreich beschäftigt. Ein Thema, das mit dem Thema Grenze natürlich in enger Verbindung steht, ist das Thema Migration. Das heißt, auch damit beschäftigen wir uns hier. Das heißt, wie hat sich ein Grenzregime, wie es am Eisernen Vorhang geherrscht hat, auf Migrationsbewegungen ausgewirkt? Es hat sich natürlich sehr massiv ausgewirkt, weil die Grenze ohne gewisse Sondergenehmigung praktisch unpassierbar war. Inwiefern haben die Leute an der Grenze das Thema Migration, Migrationsbewegungen wahrgenommen? Inwiefern war es dann doch möglich, die Grenze auf legalem Wege oder auch auf illegalem Wege, damit haben wir auch wieder einen gewissen Brückenschlag zum Thema Nachrichtendienste, inwiefern war es wirklich möglich, auch diese Grenze ohne Erlaubnis zu passieren, was auch durch den gesamten Alten Krieg hindurch ja auch passiert ist. Wie ist das auch von tschechischer Seite zum Beispiel wahrgenommen worden? Wie werden diese Migrationsbewegungen heute zum Beispiel, wie kommen die in der Erinnerungskultur vor? Dass man sich mit solchen Fragen zum Beispiel auseinandersetzt, ist auch ein Brückenschlag, den wir zum Forschungsnetzwerk interdisziplinäre Regionalstudien natürlich haben, wo ja auch Migration ein ganz wichtiges Thema ist. Und ein Thema, das wir jetzt erst in den letzten paar Jahren entwickelt haben, wir als Boltzmann-Institut gemeinsam mit Partnern von First, ist das Thema der Lager und Lagerunterbringungen in Niederösterreich. Das heißt zum Beispiel, welche Lager haben in Niederösterreich existiert während der Zeit des Nationalsozialismus, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, im frühen Kalten Krieg, auch noch später. Welche Personengruppen waren dort untergebracht? Wie waren die Lebensbedingungen im Lager? Wie haben sich diese Lager weiterentwickelt? Welche Lager sind relativ rasch wieder verschwunden? Welche Lager gab es und gibt es schon sehr lange? Das sind Fragen, die wir uns auch ab dem kommenden Jahr im Rahmen eines großen, ebenfalls vom FWF geförderten Forschungsprojekts etwas genauer anschauen werden.